Trauer um Elmar Wepper. Der Schauspieler ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Agentin der Nachrichtenagentur Reuters. Sein Schauspieldebüt gab der gebürtige Augsburger bereits Ende der 50er Jahre, zusammen mit seinem Bruder Fritz. Im Lauf seiner Karriere spielte Wepper in zahlreichen deutschen Filmen und Fernsehproduktionen. Aber auch international konnte Wepper Erfolge feiern. Vor allem mit Doris Dörries Film Kirschblüten Hanami, der 2008 auf der Berlinale Premiere feierte. Wie gesagt, Schauspielerei hat auch was mit Mut zu tun. Und wenn man dann die Möglichkeit sieht, dass man loslassen kann und dass man da nicht jetzt noch einen draufsetzen muss, sondern es fängt dann so ein bisschen an, wie Buto auch ist, mit einem selber zu spielen. Und man spielt nicht unbedingt jetzt die Figur gerade von außen her, die Szene. Dann sind so Momente, da ist man als Schauspieler dann auch sehr zufrieden. In Hanami spielt Wepper den krebskranken Bayern Rudi, der sich nach dem überraschenden Tod seiner Frau, gespielt von Hannelore Elsner, auf nach Japan macht, um den Sehnsüchten und Buto-Tanzträumen seiner geliebten Trudi nachzuspüren. Eine Charakterrolle, für die Wepper unter anderem den deutschen und den bayerischen Filmpreis bekam. 2019 wurde er mit dem Bayerischen Fernsehpreis für sein Lebenswerk geehrt, zusammen mit seinem Bruder Fritz.